Hallo Freunde in der Sonne und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind immer noch in, oh Gott, wie heißt es? Kohlenkester unterwegs. Oder ne, auf der Suche nach Birstan. Ja, in seinem Haus waren wir ja schon, da hieß es, ja, er kümmert sich um nichts, ist gerade auf der Jagd. Und jetzt suchen wir sein Jagdgebiet, das irgendwo hier vor uns sein müsste. Warum ertönt ein Horn? Siehst du da oben, da oben drauf. Okay. Na, dann schauen wir noch mal, was uns da erwartet. Ich bin ja mal gespannt, ne? Ich hoffe, ihr auch. Hä? Ich dachte, ich hätte gerade Pferdegetrappel gehört. Na gut. Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. So ein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Ah. Was ist denn hier schon wieder passiert? Sie wurden beim Abendessen überrascht. Das ist unschön. Aber theoretisch besser als auf dem Pott. Da ist was. Hier ist irgendwas. Die Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Das ist nicht schön. Großes Tier ist doch bestimmt sowas in Richtung Bär. War das ein Pferd? Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Okay. Ah ja, doch, da erkennt man eine Pferdekopf, so ungefähr, ja. Okay. I see. So, und was ist hier? Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Schauen wir mal, ne? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Ah, das ist ja zum Glück nicht so weit weg. Immerhin. Dann schauen wir doch mal, was da auf uns wartet. Zieh deine Waffe oder akzeptiere dein Schicksal als Bärenfutter. Du hast heute deinen letzten Mann gerissen. Alter. Ha, du verstehst zu kämpfen. Okay. Die halten was aus. Na, komm mal her. Ein kleiner Fastbettvorleger. Da ist er. So, komm her. Und zack. Jawohl. Ohne dich hätte ich diesen Angriff nicht überlebt. Das würde ich auch sagen. Mein Dank ist dir gewiss, dass du mich im Moment der größten Gefahr findest. Vielleicht hat Gott dich geschickt. Estrid schickt mich. Deine Frau und die Tane von Eastsexe würden deine Eier gern auf einem Amboss sehen. Wann würden sie das nicht? Du könntest zurückkehren und sagen, dass mich ein wildes Tier erwischt hat. Der arme Birstan fand sein Ende durch einen Bären. Und das Tier in deiner Stadt zum Herrn von Eastsexe ernennen? Zweifellos würde meine Estrid seine samtigen Pfoten meinen schwieren Händen vorziehen. Also, wer bist du? Eine Mietklinge? Du sprichst schlecht von deiner Frau. Ist deine Liebe verblasst oder wart ihr nie ein gutes Paar? Wir stehen uns so nah wie Kain und Abel. Sie ist ein eigenwilliges Weib und ich ein schlechter Gatte. Du kennst mich, wie es scheint. Nur vom Hörensagen. Ein wunderbar verunsichernder Gedanke. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Du hast ein Bündnis angedeutet, im Austausch gegen meine einzigartigen Talente. Himmel, ja. Lass uns umgehend nach Kohlenkester zurückkehren, dann sprechen wir über diese äußerst delikate Angelegenheit. Ich bin froh, dass du mich erhört hast. Ich hätte keine so geschickte Kriegerin erwartet. Was wird denn das jetzt mit den Pferden da? Rechtzeitig kam. Diese Jagd hat dich viele Männer gekostet. Allesamt gute Männer. Sie erhalten ordentliche Begräbnisse und ihre Familien werden versorgt werden.
Deine Leute haben viel für deinen Zeitvertreib geopfert. Oh ja. Es gibt keinen Balsam für mein gequältes Herz. Wieso hast du mich rufen lassen? Glaubst du an die wahre Liebe, Eivor? Ich habe geliebt. Doch war es die wahre Liebe? Hat die Sehnsucht in deiner Brust gebrannt? Ein süßer, anhaltender Schmerz, dessen Stich dich lähmt? Es gibt genug Schmerz in der Schlacht. Ich suche ihn nicht auch noch in der Liebe. Ich verzehre mich danach. Nach einem sanft errungenen Sieg. Meiner Estrid fehlt das Feuer. Sie ist wie ein Fisch auf dem Trockenen, kalt und tot. Als ich sie tat, war sie voller Leidenschaft und hielt deine Tane in Schach. Oh, sie lieben sie, das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein Gut. Ernsthaft jetzt? Ist das dein Scheiß Ernst? Lass mich in Ruhe. Damit er hier weitererzählt. Ah ja, jetzt. So. Okay, erzählst du weiter? Sie lieben sie, das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein guter und aufmerksamer Ehemann. Ich war immer schon ein Trampel in Liebesdingen. Und ein miserabler Herrscher obendrein. Die Hand, die das Schiff steuert, muss stark sein, Birstan. Meine Hand spannt lieber die Sehne eines anständigen Bogens, während meine Augen auf die Beute gerichtet sind. Ja, eine Krone wiegt schwer auf dem Kopf. Lass uns lieber wild und frei durch den Wald streifen, wie die Wölfe. Uns durchschlagen, jagen und pirschen und fressen. Du hast eine romantische Ader, Birstan. Sei unbesorgt. Meine Wache wird dich nicht belästigen, wenn du bei mir bist. Du schätzt mich falsch ein, wenn du glaubst, ich sorge mich. Hast du deine Stadt auf den Ruinen einer anderen erbaut? Nein, die Baumeister sind längst Geschichte. Sie waren dem sächsischen Lehmfachwerk weit überlegen. Ich habe Pläne, selbst einen großen Palast zu errichten. Mit Mosaiken und lauschigen Höfen. Was hält dich ab? Das, was bis auf die kreativsten Köpfe alle abhält. Geld, Vorstellungskraft, Talent. Und dein Volk? Ist das Volk von Eastsexe glücklich? Über diese Frage habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich schätze, sie sind es. Ich hoffe es. Elfred Glock. Okay. Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Lass sie ihr Leid klagen. Ich berate dich, wenn ich kann. Birstan, wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Eine Beraterin, mehr nicht. Sie hilft mir, Eastsexe durch den heranziehenden Sturm zu steuern. Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Birstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Eastsexe. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. Seid ihr Männer oder Memmen? Mischt sich Elfred in eure Belange ein, dann schickt seine Männer in Leichentüchern heim. Wir sollen sein Herrschaftsrecht anfechten? War Eastsexe nicht einst ein eigenständiges Königreich? Wir sollten kämpfen. Ja, kämpfen. Und du, Wiekert, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnarschad. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Dann sollte er in die eigene Tasche greifen, um etwas zum Fest beizusteuern. Ja, du sorgst dich um die Kosten für dieses Fest, mit dem wir Gott für unsere hervorragende Ernte danken? Dann übernimm selbst einen Teil der Kosten. Und Edelric, folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birstan. Die führt. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Verteidigen sie nicht auch dein Land? Ihr braucht alle Männer, die ihr aufbringen könnt für die kommenden Kriege. Aufgebrachte Dänen sind eine Gefahr. Wir müssen gegen alle kämpfen, die sich nicht mit uns verbünden, sonst verlieren wir unser Land. Nun, habe ich nicht all eure Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schierbirstern. Ein Taugenichts. Ein Taugenichts. Wie wahr?
Und doch seid ihr immer noch hier? Hinfort! Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Das hat ihr Gebrabbel beruhigt. Gut gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Wirster. Ob bei der Jagd oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Wirster. Bist du nicht besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha! Sie tut, was sie tun muss. Wie ich. Ja. Du hast das Unmögliche erreicht, Dänin. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Hm, das ist ja mal ein tolles Königshaus. Hm. So, das auf jeden Fall. Na, gucken wir mal. Eszexe scheint mit sich selbst zu hadern. Habt ihr mich rufen lassen, um die vielen Probleme zu lösen, die sich mir heute offenbart haben? Nein, nein, ich würde dich nie in die internen Streitigkeiten meiner Tane hineinziehen, Eivor. Unser Anliegen ist delikaterer Natur. Und sehr viel persönlicher. Es erfordert die Finesse und Diskretion, die diesen Sachsen leider völlig abgeht. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Eszexe. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Was hält euch ab? Euer König Elfred? Wir vermählten uns nicht aus Liebe, sondern weil wir mussten. Elfreds Vater beschloss unsere Ehe, um die Verbindung zum Frankenreich zu stärken. Sie darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich. Und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm. Mit vielen Zeugen. Während des Luchnassad? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen. Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldun. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Alter, da habe ich ja Bock drauf. Junge, Junge. Okay, gucken wir mal kurz in die Quests. Ah, hier. So, alte Wunden. Sprich mit Estrid, finde Alfida. So, wo ist denn das? Wo ist denn das? Da unten. Ach, du Scheibenkleister. Und was haben wir hier?
Das ist hier auf dem Markt, ne? Dann machen wir erstmal das. Das ist ja. Da ist Eivor ja aber sowas von genau die richtige für solche Liebes. Für solchen Liebesscheiß, ey. Na gut. Eine Frau entführen sollten wir wohl hinkriegen, denke ich mal, ne? Mann. Ja, na gut, machen wir uns erstmal auf den Weg zum Markt. Okay, da ist er ja. Meine Fresse, ey. Dass man sich hier durch die Wachen geschlichen hat, ey. Junge. Ja. So, Fräulein, dann rede. Ich komme zuerst zu dir. Dein Anliegen erschien mir drängender. Und nun erwartet meine Ehe den Hieb deines Richtschwerts. Wird es nicht komisch sein, diesen Ort zu verlassen? Du hast dein halbes Leben hier verbracht. Ja, aber was hält mich hier? Eine lieblose Ehe und die Grabügel zweier Kinder, die nie geatmet haben? Du klingst traurig. War deine Zeit hier immer schon tragisch? Es gab Tränen, aber auch große Leidenschaft. Liebe, Dummheiten, Reue. Doch geht es nicht jedem so? Die Besten zehrten davon. Was ist mit eurem Plan, der Entführung beim Luchnassad? Ist das ein christliches Fest? Ja, ein wundervoller Abend. Die Ernte wird gesegnet. Es gibt Früchte und Feuer. Es wird getrunken und getanzt. Zecher mit vernebelten Sinnen und glasigen Augen. Das ist gut für uns. Und was ist mit dem Schiff, das dich nach Hause bringt? Ich kenne das Richtige. Und der Schiffsführer ist voller Feuer. Komm, ich bringe dich zu ihm. Aha. Voller Feuer. Dieser Schiffsführer, wer ist er? Nicht viel mehr als ein Bursche von 17 Jahren, voll jugendlichem Draufgängertum. Ein Sachse? Ein Däne, obwohl Edred euch Plünderer nennt. Er sagt, ihr wärt ihr, um Englerland auszurauben. Einige vielleicht. Oh. Doch ich kam, um ein Fleckchen Land zu besiedeln. Ich bin nicht wild darauf, in die Winter meiner Heimat Nordwege zurückzukehren. Nordwege? Ach, es muss wunderschön sein. Schroff und furchterregend und kalt, der gefrorene Norden. So kalt, dass das Licht am Himmel festfriert. Als Straße für die Walküria, die unsere gefallenen Krieger zu ihrem ewigen Festmahl bringt. Ein ewiges Festmahl ist ein schönes Ende. Okay. Mahlzeit, den könnte ich anheuern. Das ist ein Hurenhaus. Der Schiffsführer heißt Rolf, in meiner Sprache Rollo. Erzähle ihm von unserem neuen Plan und stimme jeder Belohnung zu, die er verlangt. Du wirst ihn überzeugen müssen, denn wir gingen nicht im Guten auseinander. Ich überzeuge ihn, mit Worten oder mit Gewalt. Sei du nur bereit für mein Zeichen auf dem Luchnassad. Oh, das wird ja immer besser. Rolf! Bitte! Ich bin nur ein armer christlicher Bruder und habe nichts mehr zu geben! Jemand ist an der Tür! Oh, ist das die Hunnin, um die ich bat? Estrid schickt mich. Hat sie das? Als Abschiedsgeschenk für den Mann, der ihre Glocke zum Klingen brachte? Nein, ich bin hier, um dich zu holen. Kann das warten? Hey! Bringt den raus, der sich Rolf nennt. Die Männer des Königs haben ein paar Fragen an ihn. Nein. Einen Moment bitte. Tag, die Herren. Herein. Los! Hilf mir mal! Ihr verfluchten Dänen, öffnet die Tür! Lass! Schnell! Folge mir! Wir haben dein Lager gefunden. Ach du Scheiße, okay? Okay, das ist ja, jetzt mal, ne, also ein bisschen, Mann. So.
Weg mit dir. So, geht weiter. Und mach hinne. Junge, du stehst vor einem Schwein. Alter. Achso, ich soll mit ihm sprechen. Na gut, meinetwegen. Estrid hat nicht gelogen. Du hast Feuer. Und woher kennst du Estrid? Ich bin nur eine Freundin. Eivor vom Rabenclan. Der Melodie deiner Stimme nach ein Nordlicht. Dann musst du mir vergeben. Die Sachsen kannten mein Lager. Es war unbedacht von mir, meine Krieger zurückzulassen. Geh zu deinen Männern, wenn du musst. Sag mir nur, wo ich dich finden kann. Wir haben viel zu besprechen. Nordöstlich von hier an der Flussmündung. Folge mir oder komm, wenn du Zeit hast. Aha. Okay, triff Rolf in seinem Lager. Da. Ach, die Schande. Ist ja am Arsch der Heide. Na gut. Würde ich sagen, machen wir. Alter, geht doch mal aus Milch. Machen wir das mal als erstes. Boah. Gucken wir mal. Machen wir uns mal auf den Weg zu seinem Lager. Gut, gut. Irgendwo da. Ach ja, da. Das dürfte wohl sein Lager sein. Gehe ich mal stark von aus jetzt. Jo. Warum sind meine Leute gefesselt? Es ist schlimmer als gedacht. So viele meiner Leute sind tot. Und der Rest geht sich an die Gurgel. Sie glauben, einer der Euren sei ein Verräter. Lok und Gerhild sind schon das ganze Jahr an meiner Seite. Ich zweifle nicht gern an ihnen, doch meine Leute wurden gefangen und mein Schiff ist fort. Wenn der Verräter noch lebt, schwebt ihr alle in Gefahr. Lass mich mit ihnen reden. Unschuldige haben nichts zu verbergen. Nun gut. Doch pass auf, dass dir Loki keine Lügen ins Ohr flüstert. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Sie haben uns nicht verraten, Arke. Gerhild ist meine eingeschworene Schildmaid und Lork hat schon meinem Vater gedient. Anscheinend haben die Sachsen nicht Rolfs ganze Gefolgschaft erwischt. Ich sollte mit beiden sprechen und sehen, ob ich im Umfeld des Lagers Hinweise finde. Nein, da kann ja was werden. Gerhild, richtig? Ja, Rolfs eingeschworene Schildmaid. Ich habe ihm treu und redlich gedient. Wieso glaubst du, ich hätte ihn verraten? Du warst nicht hier, als die Sachsen angriffen. Ich habe gejagt. Es gibt viel Wild im Gehölz vor dem Lager und unsere Leute brauchen Fleisch. Was hast du gejagt? Hasen für Eintopf, Rolfs Leibspeise. Wie stehst du zu Rolf? Ich habe ihm Treue geschworen, solange Englerland und diese fränkische Drude ihn nicht vom wahren Weg abbringen. Unser Volk hat Besseres verdient. Ich höre Neid. Auf Estrid oder auf Rolf? Du weißt gar nichts, Rabenschnabel. Ich sorge mich um meine dänischen Landsleute. Du findest hier keinen Verrat. Das reicht fürs Erste. Aha. Okay. Ja. Na dann, schauen wir mal. Was hat er mir zu sagen? Lok, ja? Wie lautet deine Geschichte? Ich soll dir was erzählen? Dann bring mir einen Krug Ale und wir reden untergleichen. Wenn nicht, kannst du hängen. Wo warst du, als die Sachsen kamen? Auf der Hasenjagd, nicht wahr? Ich bin die Karotten und Rüben so leid. Dann hörte ich Gerhild rufen und Hel ward entfesselt. Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Gerhild, die mit einem Sachsen sprach. Hab nichts gehört, doch es war nichts Gutes, so viel ist klar. Warum sollte ich dir glauben? Du könntest lügen, um deine Haut zu retten. Frag sie. Sie sagt, sie sei Rolf treu ergeben, aber ich kenne sie von klein auf. Sie war immer schon ehrgeizig und arglistig. Wie lange dient dein Schwert Rolf schon? Ich schwor seinem Vater einen Blutschwur. Wenn das heißt, dass ich ihm den Arsch abwische, bis ich sterbe, dann soll es so sein. Und wenn er stirbt, wäre dein Schwur erfüllt. Du musst des Kampfes müde sein. Eines Tages zeche ich in Odins Halle. Aber nicht mit der Schmach der Ehrlosigkeit an meinen Händen. Das war alles für den Moment. Okay. Vielleicht finde ich Beweise, um ihre Geschichten zu überprüfen. So, Moment, ich will noch mal kurz... Gerhild, können wir noch mal reden? Wo warst du noch mal? Hier, als die Sachsen angriffen. Ich habe gejagt. Es gibt viel Wild im Gehölz vor dem Lager und unsere Leute brauchen Fleisch. Was hast du gejagt? Hasen für Eintopf, Rolfs Leibspeise.
Okay, also haben sie angeblich beide Hasen gejagt. Halt doch, na gut. Log beschuldigt dich des Verrats. Er sah dich bei einem Sachsen. Log? Und du glaubst dieser alten Krähe? Seine Knochen sind morsch und sein Verstand verlässt ihn. Oder er wälzt sich in Eifersucht. Such dir was aus. Das reicht. Fürs Erste. Okay. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die... Log. Naja. Das war alles für den Moment. Okay. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Sie haben uns nicht verraten, Arke. Er ist meine eingeschworene Schildmaid und Log hat schon meinem Vater gedient. Anscheinend haben die Sachsen nicht Rolfs ganze Gefolgschaft erwischt. Es gibt keinen Grund zu jagen, wenn es genug Frischfleisch gibt. Okay. Und die waren doch angeblich beide jagen. Das ist jetzt schon. Was ist hier? Das sieht nach einem guten Versteck aus, um das Ende des Angriffs der Sachsen abzuwarten. Okay, das hilft mir gar nicht, finde ich. Wie, mehr nicht? Okay, kann ich mit ihm nochmal reden? Oder wie ist das? Achso, wahrscheinlich muss ich mit ihm reden, um ihn den Schuldigen zu nennen. Okay, Moment. Gerhild, können wir nochmal reden? Du lügst. Ihr habt mehr als genug erlegtes Wild. Du bist klüger, als dein Gesicht erahnen lässt. Ich traf einen Mann aus einem nahen Dorf. Rolf ist nicht der Einzige, der sich mit Einheimischen vergnügt. Das reicht. Also hat sie schon mal gelogen. Aber er hat doch auch gesagt, er war verjagt, oder nicht? Du lügst. Ich fand einen Ständer mit Wild in der Nähe. Genug, um das Lager tagelang zu ernähren. Ich sag doch, ich hab gejagt. Bleib dabei und ich sage Rolf, er soll dir den verräterischen Kopf abschlagen. Ich hab im Wald geschlafen, ja? Ich hörte Sachsen durch das Unterholz trampeln, also versteckte ich mich. Ich bin nicht so dumm, mich ihnen allein zu stellen. Das war alles für den Moment. Okay, also haben sie quasi beide nicht gejagt, sagen sie jetzt doch. Sie hat mit irgendeinem Sachsen rumgemacht. Laut ihrer Aussage, er hat sie mit einem Sachsen gesehen und er sagt, er hat irgendwo den Angriff abgewartet, was dann durchaus hier hätte sein können. Ja, aber hier haben wir irgendwie, was sagt der Elbor, Spuren gefunden von wegen hier guter Platz, um den Angriff abzuwarten. Ich würde jetzt spontan behaupten, sie. Hast du dich schon entschieden? Okay. Gerhild sagt, sie hätte gejagt. Genau wie Log. Hasen. Sie jagt selten. Sie ist eine miserable Schützin, schon seit ihrer Kindheit. Deine Schildmaid ist eifersüchtig. Sie glaubt, du vernachlässigst dein Volk, wenn du mit dem Feind schläfst. Sie war immer schon ehrgeizig. Aber sie hat meine Führung akzeptiert. Bei ihrem Schild geschworen. Log sah sie mit einem Sachsen. Sie sagt, es wäre ihr Liebhaber. Und doch hat sie mich oft getadelt, wenn ich Estrid mit in mein Bett nahm. Ich hielt sie nicht für so eine Heuchlerin. Log sagte, er hätte gejagt. Aber euer Lager ist voll frischer Hasen. Warum sollte er lügen, wenn er nichts zu verbergen hat? Er ist seines Blutschwurs überdrüssig. Und wenn du stirbst, wäre er frei. Er ist alt und gebrechlich. Und er hat meinem Vater gut gedient. Ich hätte ihn ohne Blutvergießen entbunden. Er wusste, dass die Sachsen kommen und versteckte sich. Entweder stand er mit ihnen im Bunde, oder er ist ein Feigling. Der traurige Absturz eines Kriegers jenseits seiner Blütezeit. Hast du verlässliche Antworten gefunden? Hab ich. Ich glaube nicht. Die Antwort wird schmerzen, doch ich muss die Wahrheit wissen. Ich sage, sie ist es. Gerhild ist die Verräterin. Nein, das ist nicht wahr! Rolf, ich bitte dich! Ein schändlicher Tod auf blutigem sächsischem Boden. Für Eidbrecher gibt es kein Festmahl in Valhall. Sie war schon immer eifersüchtig und nörgelte über jede meiner Entscheidungen.
Hier können wir nichts mehr tun, doch deine Krieger könnten noch am Leben sein. Und wenn sie frei sind, brauche ich deine Hilfe. Es gibt ein Sachsenlager mit einem Steg im Hafen von Walton. Vielleicht wurden sie dorthin gebracht. Ich wusste schon immer, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Erspare mir deine verdrießlichen Worte. Mein Herz ist zerrissen. Geh und mach dich nützlich. Ich hörte von einem sichereren Ort als diesem, südlich von Colancaster. Lass uns ihn Na gut, wir sollen die Dänen finden und sie retten. Leiden, Rolf. Hm? Danke, Eivor. Ich habe viel nachzudenken auf unserer Reise. Ich lass dich mit den Gedanken allein. Mhm, ist recht. Gut, alles klar, dann, ja, finde die Ideen und rette sie, das machen wir auch, allerdings erst in der nächsten Folge, hier ist erstmal wieder Schicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert danach einmal die Glocke. Mit Assassin's Creed Valhalla geht's morgen um 16 Uhr weiter, heute um 18 Uhr gibt's eine neue Folge Horizon Forbidden West und morgen um 14 Uhr bereits eine neue Folge Shadow of the Tomb Raider. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.